Ich werde als erster deutscher YouTuber eine Leiche operieren bzw. versorgen. Das ist nicht ganz ohne und ich bin dabei definitiv an meine Grenzen gegangen. Mein Name ist Fabian Bagler und wir verbringen heute einen Tag mit einem Bestatter und sind direkt bei einer Versorgung dabei. Das gab es bisher noch nie. Aber bevor das Video losgeht, abonniert gerne den Kanal, aktiviert die Glocke und kommen wir Leroy-Style zum Faktencheck. Jede Sekunde sterben ungefähr 2 Menschen. Das sind 150.000 Menschen am Tag auf der ganzen Welt. Alleine 2.600 Menschen in Deutschland. Die meisten Ursachen dabei sind Herzausfälle und Autounfälle. Was allerdings nach dem Tod passiert ist, das schauen wir uns heute zusammen an. Denn dafür bin ich heute in Fürth bei Luis, der gerade mal mit 16 schon Bestatter ist. Unsere Person des Vertrauens. Ja. Ihr kennt ihn vielleicht von TikTok. Ich bin sehr aufgeregt. Ich muss dazu sagen, ich habe noch nie eine Leiche gesehen. Ja. Und später dann direkt. Ich würde sagen, wir legen direkt los. Jetzt wird es gleich ernst. Wir gehen in die Sargausstellung. Dann zeige ich dir einfach mal, was da rauskommt. Komm mal mit. Wenn du dir jetzt einen hier raussuchen müsstest, ne? Mhm. Welchen müsstest du nehmen? Ich würde diesen goldenen nehmen. Ja? Die Frage ist natürlich, wie viel das kostet. Würdest du den auch bezahlen? Genau, wie ich gerade fragen. Ja. Soll ich einen Preis schätzen? Ja, schätze mal den Preis. Pausiert mal das Video und schreibt in die Kommentare, wie viel schätzt ihr, kostet der goldene Sarg. Hier ist zum Beispiel ein Sarg, das habe ich jetzt schon gesehen. 1900, also 2000. Vergoldeten Sarg. 8000. Also ein bisschen drüber. Okay. Kostet 5,9. 5,9? Also knapp okay. 6.000 Euro. Kann man sich mal in so einen Sarg rein? Ich ja mal reinlegen. Ja? Ich kann mal aufmachen. Machen das Leute, die quasi reinkommen, sagen, ey, darf ich da einmal kurz probieren? Das hat mein Großonkel tatsächlich gemacht. Der wusste nämlich, der hatte Krebs. Aha. Und hat sich dann halt einmal reingelegt. Und? Was ist das weird? Gab's mal jemanden, der hierher gekommen ist, um sich so ein Bett zu kaufen als Sarg? Ja, gab's tatsächlich. Wirklich? Mal. Ja, da ist eine Frau reingekommen und hat gesagt, so, jo, sie hätte halt gern einen Sarg. Kommst eigentlich hier nur rein, wenn jemand gestorben ist. Dann hat sie gemeint, nee, sie will eigentlich den Sarg bloß zum Schlafen. Und dann haben wir uns auch gedacht, so, okay. Genau, der nächste Raum wäre ein bisschen sensibler, weil das ist halt jetzt die Kindersargausstellung. Okay. Wow, okay. Ja. Ah, okay, es ist quasi auch, wenn, quasi während der Geburt. Genau, für einen Fötus, für ein Fötenei oder hier ein bisschen größer, dann. Aber es ist irgendwie ein Erlebnis, was dir so im Kopf geblieben ist, was du nicht vergessen wirst? Ja, doch, da habe ich eben von zu Hause spät abends noch die Abholung machen müssen von einem kleinen Mädchen, eben, das halt an Leukämie gestorben ist. Und dann lag halt so eine 10-Jährige in ihrem Krankenhausbett. Die Eltern, die waren ja völlig durch, die waren völlig am Ende. Auch einige fragen, wie hier die Leichenwege aussehen. Ich würde sagen, schau mal rüber. Im rechts und links ein Auto. Das hier ist eher der modernere, das ist der T5, da passen 2 rein. Und das hier ist eher so das Stilauto. So schaut es von innen aus. Riecht auch noch so ein bisschen. Okay. Ja, es geht. Jetzt wird es langsam ernst. Ich brauche den Kollegen Fabian hier für eine Versorgung, für den zweiten Mann. Aber wir schauen uns den Bereich erstmal an. Ich bin echt sehr, sehr aufgeregt. Wir werden jetzt quasi eine Leiche oder einen Verstorbenen direkt versorgen, operieren quasi, fertig machen für den Sarg. Und das ist da hinten, ne, was ihr gesagt. Okay. Das kennt man ja schon aus den TikTok-Videos von. Ja, genau. Das ist einfach so dieser Raum quasi, wo alles passiert. Das ist unser Bodylifter, das ist so eine Art Kran. Da können wir dann den Verstorbenen eben aus dem Sarg rausheben, weil der Sarg wird dann hier stehen. Und wir müssen den Verstorbenen natürlich von hier auf den Tisch heben. Okay, wir machen kurz einen Outfit-Change in die OP-Kleidung. Ich würde sagen, in 3, 2, 1 und zack, wir sind angezogen. Das ist jetzt die Kühlung. Da sind jetzt auch wirklich verstorbene Menschen drin, aber in Särgen. Riecht es da drin? Da drin riecht es anders als hier tatsächlich. Okay. Also du merkst halt schon, dass da Verstorbene drin sind. Okay. Schon so ein bisschen, ja. Schon, ne? Ja. Aber ist jetzt auch nicht schlimm, oder? Vom Nee, es geht tatsächlich. Boah, ist echt kalt hier drin. Wir holen den jetzt raus, du kannst den einfach mal hier am Griff anpacken, dann schieben wir den zusammen raus. Okay. Soll ich den Sarg mal aufmachen und dann würde ich dich einfach mal langsam ranführen. Du kannst mal gucken erstmal vielleicht auch nur mal ein bisschen anfassen, dass du einfach ein bisschen Gefühl für bekommst. Ich sehe zum ersten Mal in meinem Leben einen Verstorbenen. Ja. Okay. Ist noch eingewickelt. Man sieht hier, der hat jetzt noch eine Windel angehabt. Mhm. Ist oft so halt, wenn du aus dem Krankenhaus oder eigentlich auch aus dem Altenheim, also Windel ist eigentlich oft. Zieh dir vielleicht erstmal Handschuhe einfach an. Wir würden den jetzt einfach jetzt erstmal ein bisschen befreien von dem ganzen Ding. Ist auch ein bisschen gelb. Ist schon so. Es ist bleich, ja, ja. Du siehst halt, und weil das Blut halt einfach auch nicht mehr schlägt. Ja. Sondern das Blut sinkt halt ab, weil nichts mehr zum Pumpen da ist. Okay, und wenn du gleich auf die Rückseite vom Bein schaust, das Blut sinkt halt zum Rücken ab. Das heißt, der hat es am Rücken, ist überall rot. Ich würde sagen, fang einfach erstmal an, dass du jetzt einfach wirklich vielleicht mal deine Hand einfach drauf legst und spürst du, okay? Okay, ja, ist kalt. Ist kalt, ne? Ja. Das spürst du richtig. Die Haut ist auch so sehr plastisch, wie so ein Ratsfigur. Anders, ne? Ja, kann man sagen, wie alt der geworden ist? Ungefähr 80. Kannst du auch mal hinfassen, du merkst richtig. Es ist hart und lederartig ein bisschen auch, ne? Hier sieht man dann ganz gut, da kommen die ganzen Knochen durch hier das Brustbein. Also man sieht hier schon die einzelnen Strukturen vom Körper auf. Wow, okay, krass. Nee, alles gut. Ja? Alles gut, kann ich Zeug aufmachen? Ja, nee, fast schon. Wir können leider nicht hinfilmen, weil man darf quasi das Porträt nicht sehen. Aber das ist schon sehr... Was ist bei den Augen? Das ist so... Ja, da ist ein bisschen was rausgelaufen. Okay, krass. Der Mund ist offen, das ist echt relativ krass gerade so zu sehen, aber... Wir können die Hände mal kurz auch mal anfassen. Einfach
einfach noch mal ein bisschen dran gewöhnen. Hast du mal so Mordfälle gehabt? Ja, ich hatte mal einen Mordfall und da habe ich es mir aber schlimmer vorgestellt irgendwie. Das war jemand, der wurde erstochen. Auf jeden Fall waren dann hier halt irgendwie so Stiche und das war gar nicht so heftig, wie ich es mir vorgestellt habe. Solche Stiche. Die haben halt anscheinend gereicht, um halt irgendwas Wichtiges zu treffen. Kannst du dir mal einen nehmen und den einfach mal so unter die Füße drunter tun? Okay. Boah, ganz schön schwer. Genau, soweit jetzt erstmal vorbereitet, darunter. Kann es mir passieren, dass ihr noch irgendwie Knochen oder so brecht, während ihr irgendwie den hantiert? Nee, eigentlich nicht. Also okay. Wir lösen diese Leichenstarre lösen wir schon, aber das ist mehr okay. So ein Wegmassieren. Wir machen es zusammen. Du ziehst. Ja, das ist echt nervig, ich weiß. Ja, gut. Und jetzt mitgehen und immer auch festhalten, ne? Genau. Perfekt. Ja, genau so ist es gut. Dann nimmst du am besten hier das Bein. Hochheben. Und dann genau, perfekt. Ich muss auch mal kurz dazu sagen, man riecht es schon, ne? Also man riecht es, dass hier im Körper liegt. Wenn ihr übrigens immer live dabei sein wollt, wenn ich solche Aktionen mache und das Video mitbestimmen wollt, dann folgt mir gerne auf Instagram und seid dabei. Du kannst dir jetzt eigentlich schon mal das blaue Mittel hier nehmen und jetzt halt wirklich einfach alles desinfizieren. Jetzt nehmen wir uns hier eine Creme und damit jetzt einfach wirklich die Hand eincremen. Und mit dieser Creme kannst du dann die Leichenstarre lösen. Siehst wow, du? Ja, krass. Tatsächlich, Leute, das ist, wenn man hier die Hand nimmt, das ist sehr starr. So, oh. So komisch, eine tote Hand quasi so in der Hand zu halten. Komische Vorstellung, dass wir alle irgendwann mal auch so alt sind. So, und ja, irgendwann liegen wir beide auch mal auf so einem Tisch, ja. Ist das für dich so, jeden Tag mit dem Tod beschäftigt zu sein? Macht das was mit dir, oder? Ja, man wird bewusster. Okay. Also, Ich weiß halt jederzeit, es kann sein, dass ich gleich, wenn wir das Video hier fertig gedreht haben, kann es sein, dass ich auf mein Fahrrad steige, heimfahre und vom Auto überfahren werde. Ja, einfach, weil ich genau die Situation hier schon auf dem Tisch liegen hatte. Hast du auch mal einen Fall gehabt, dass du jemanden kanntest, den du dann auf einmal hier auf der Liege hattest? Tatsächlich habe ich mal einen alten Schulfreund und der hat sich tatsächlich vor dem zugelegt. Ah, okay. Und den hatte ich dann halt auch hier auf dem Tisch. Das war dann komisch, weil Zugunglück und ich war halt irgendwie gefühlt vor sechs Jahren bei dem auf dem Kindergeburtstag. Darf er im Mund rein? Wahrscheinlich lieber nicht, oder? Doch. Reicht das schon? Oder? Ja, das reicht. Gut. Das ist eine Wasserstrahlpumpe und du musst dir vorstellen, hier im Mund, Nase, Rachenraum ist wirklich sehr, sehr viel einfach Körperflüssigkeiten oder noch ein bisschen Erbrochenes, was sich ansammelt. Aber es ist halt einfach notwendig und gut, dass wir das so machen, weil wenn die Familie nochmal Abschied nimmt, das ist ja eklig. Keine Ahnung, wenn da halt irgendwie noch Erbrochenes irgendwie ist. Ich schaue mir das jetzt mal an. Kann sein, dass ich mich kurz wegdrehen muss. Ach so, ja? Ja, mach einfach. Da kommt jetzt quasi Wasser in den... Siehst du, da kommt's schon. Da kann jetzt auch gleich ein Geräusch kommen, weil noch ein bisschen Luft die Stimmbänder streift. Hast du gehört? Und da kam jetzt auch ein bisschen Blut mit hier. Oh, Leute, das ist jetzt gerade schon... Ist komisch für dich? Ja. Reicht schon. Ja. Und jetzt halt einfach wirklich ganz vorsichtig, wie du es von dir auch kennst. Aber nicht gegen den Strich. Okay. Wie ist es jetzt für dich so? Du arbeitest jetzt wirklich voll okay. am Verstorbenen. Es ist gar nicht so schlimm, ne? Also wir nehmen hier auch für einen Verstorbenen quasi ganz normale Waschduschgel, ja. Genau, das machen wir einfach mal zu zweit. Ehrlich gesagt war mir dabei durchgehend ein wenig übel, aber da ahnte ich noch nicht, was noch kommen würde. Jetzt kommt tatsächlich, würde ich behaupten, der ungewohnteste Part von der Verneuerung, weil im Körper funktioniert kein Muskel mehr. Das heißt, wenn du gerade, blödes Beispiel, du bist irgendwo unterwegs, merkst, hubala, du musst mal groß aufs Klo, dann kann es halt jeder zurückhalten, weil, ja, jeder weiß. Kann das nochmal passieren, dass, würdest du mir damit sagen, dass das passieren kann, dass da auch so... Ja, das kann passieren. Deswegen sage ich es dir, ja. Ja, andersrum? Achso, okay, so. Okay, verstehe. Ich werde echt noch Mediziner, Leute. Man denkt direkt so an sich selber, ne? Wenn man sich selber irgendwas hinten so reinstecken würde. Ja, mal jetzt kommt die Nase. Go for it. Ist es gerade? Nee, go. Das heißt, wir müssen... Wow. Jetzt bin ich im Mund. Wow. Und da, siehst du, da kam jetzt auch noch ein bisschen was mit. Ich kann kein Arzt werden, Leute, wirklich. Ich werde echt noch Mediziner, Leute. Ist komisch für dich? Man merkt es einfach so leicht mulmig, übel. Genau, und jetzt müssen wir halt eben auch untenrum noch tamponieren. Der Sinn davon ist, siehst du das Blut hier? Da kam was raus. Und dass jetzt da nicht noch mehr kommt, machen wir das. Okay. Wir tun gerade Watte hinten in After, wenn man das medizinisch richtig ausdrückt. Ne? Ruhig jetzt auch mit mehr Druck, weil das muss wirklich rein. Spürst du? Ja, krass, du bist hier voll rein. Genau, das muss auch richtig rein. Jetzt wieder eins nehmen und... wieder rein. Für die Beerdigung muss der Verstorbene natürlich angezogen werden, was auch gar nicht so einfach ist. Glaubst du, dass quasi nach dem Tod man weiterlebt oder... Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, wie es hier auf der Erde weitergeht. Ich glaube nicht, dass nichts kommt, aber was kommt? Ich keine Ahnung. Du? Okay. Ich glaube schon, dass es weitergeht. Ja? Ja. Ich glaube an eine Seele, to be honest. Ihr könnt gerne mal in die Kommentare schreiben, was glaubt ihr? Geht es nach dem Tod weiter? Vielleicht schaut die Seele uns auch gerade zu. Das denke ich mir tatsächlich. Yeah. Das fühle ich.
ich denke mir manchmal so, wenn ich jemand irgendwie versorge oder so, vielleicht chillt er gerade irgendwo oben in seinem Himmels und schaut uns gerade einfach zu. Erstmal so. Genau. Aber ist das Blut oder das ist doch hier wahrscheinlich vom Wasser? Ja, oder? Auch beides. Von der Kühlung. Ja, weg. Und dann kannst du das wie bei der Windel. Nimmst du hoch und schaust du, dass bei dir noch das Hemd auf jeden Fall noch drinnen ist in der Hose. Was würde man verdienen als Bestatter? Ich würde es dir sagen, ich weiß es wirklich nicht. Müssen Vater fragen. Also in der Ausbildung zur Bestattungsfachkraft, verdient man im ersten Jahr, ich glaube, um 750, zweites Jahr 900 oder 850 und das dritte Jahr 1100 bei uns halt. Ne? Ja. Und als ausgelernte Bestattungsfachkraft tariert man sich irgendwo zwischen brutto 2.500 und 3.000 oder 3.200 Euro, ja, je nachdem ein ungefähr. Okay. Genau, perfekt. So, pass auf. Ja. Und jetzt gehen wir rüber. Perfekt. Oh, das ist so komisch. Ja. Okay. Hast du ich hab, ja, alles gut. Ja. War doch ganz schön groß. Großer Mann. Jetzt ist er fertig. Das war eine Versorgung. Gut gemacht. Oh mein Gott, Leute. Wenn ihr übrigens mehr Geschichten hören wollt, was quasi die beiden hier erlebt haben, dann könnt ihr in der ersten Videolink-Beschreibung euch das Buch holen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann abonniert gerne den Kanal, aktiviert die Glocke und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dann.